So, liebe Kolleginnen und Kollegen, da sehen wir uns schon wieder. So kann das manchmal sein. Ich freue mich, Ihnen den neuen stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz vorstellen zu dürfen. Den haben Sie aber eben schon im anderen Pressegespräch erlebt. Bischof Dr. Michael Gerber aus dem Bistum Fulda. Ich habe das bewusst jetzt auf 15 Uhr gelegt, weil eben mal dieses wichtige Thema für uns geistlicher Missbrauch und deshalb in einem kurzen zeitlichen Abstand der Neue. Bischof Gerber wird jetzt einige Sätze Ihnen sagen. Danach können Sie noch Fragen und Antworten stellen und bekommen. Ich mache jetzt keine Einzelinterviews, deshalb müssen Sie alles, was Sie fragen wollen, gleich tun. Herr Bischof, bitteschön. Ja, vielen Dank für das Interesse heute Nachmittag. Wir sehen uns tatsächlich zum zweiten Mal und an dieser Stelle auch vielen Dank meinen Mitbrüdern für das Vertrauen, das Sie mir heute Morgen ausgesprochen haben, als dem vom Alter her jüngsten Diözesanbischof eines Bistums in Deutschland. Bei den Wortmeldungen derer, die mich vorgeschlagen haben, hat eine große Rolle gespielt. Wir wollen als stellvertretenden Vorsitzenden jemand, der verbinden kann, der vermitteln kann, gerade auch in dieser Situation, in der wir als Kirche stehen. Und ich habe dann zugesagt nach meiner Wahl, dass ich mich darum nach Kräften bemühen möchte. Das ist mir zutiefst ein Anliegen. Wer mich kennt oder wer mich auch erlebt hat die letzten Jahre, ob in Fulda im Bistum oder auch jetzt beim Synodalen Weg, wo ich ja engagiert war, etwa im Forum Frauen in Diensten und Ämtern, der konnte das gerne auch beobachten. Und das ist mir zutiefst ein Anliegen. Wir erfahren manches an Polarisierung. Darüber reden wir sehr viel und ich neige dazu, Polarisierung immer wieder auch als Chance zu betrachten, verschiedene Pole, nicht die Polarisierung an sich, aber die verschiedenen Pole zu sagen, das nochmal mit einer Haltung anzuschauen, wo kommt mir im anderen, wo kommt mir im Gegenüber, auch in der anderen Meinung, möglicherweise eine Perspektive entgegen, die sehr, sehr wichtig ist und die möglicherweise mein oder unser bisheriges Vorgehen in einer wichtigen Weise ergänzt. Das ist mir ein zentrales Anliegen, wie können wir Ihre Haltung ausprägen in den unterschiedlichen Feldern, in denen wir auch noch mal stehen. Wir kommen aus den Erfahrungen gerade der letzten 3 Jahre beim Synodalen Weg, die mir sehr wichtig geworden sind, auch die ganz vielen Gespräche, die ich da auch am Rande führen konnte, auch mit Menschen, die in unterschiedlicher Weise auch von den Themen betroffen sind. Ich habe das gerne auch gesagt, auch bei anderen Gesprächspartnern. Da haben viele Themen auch ein Gesicht und auch eine Biografie bekommen. Das ist auch etwas, was ich Papst Franziskus in Rom gesagt habe, als wir uns eine halbe Stunde lang getroffen haben im April, dass ich gesagt habe, hinter vielen Themen stehen auch Biografien, stehen auch Geschichten, stehen auch Erfahrungen auch von Gebrochenheit, auch von tiefen Verletzungen. Und da hat er mir sehr zugestimmt. Das sehe ich als ein Anliegen, das auch immer wieder deutlich zu machen, auch in den Prozessen, die jetzt anstehen, ob in der Weiterführung des Synodalen Weges im Synodalen Ausschuss. Ich habe mich letztes Jahr auch mit dafür eingesetzt, auch in den entsprechenden Handlungstexten, auch mit Eingaben, die ich gemacht habe, dass wir diesen Weg weitergehen, dass wir sicherlich auch kritisch auf manches schauen, was wir die letzten 3 Jahre erlebt haben. Aber ich glaube, das ist das Anliegen sehr, sehr vieler, dass wir auch auswerten und auch schauen, was können wir in Zukunft noch mal anders gestalten. Und mir selber ist es ein großes Anliegen, dass wir auch diesen Weg in Gemeinschaft mit der Universalkirche gehen. Ich bin deswegen auch gerade im letzten 12 Monaten, viermal gut in Rom gewesen, immer wieder zu bestimmten Themen, auch gerade Themen, die jetzt mein Bereich, Kommission, Berufe der Kirche betreffen, Frage Neuausrichtung der Priesterausbildung, aber auch das Gespräch mit Papst Franziskus, auch das Gespräch, was wir im Sommer geführt haben mit Kardinal Parolin und einigen Kurienvertretern und eben einer Delegation von uns, um dort auch immer wieder transparent zu machen. Was steckt auch bei uns hinter diesen Themen? Es ist jetzt ein schönes Zeichen, weil Bischof Benz und ich haben schon sehr früh die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt der Einladung von Papst Franziskus folgen. Am Samstagabend wird im Rahmen der Eröffnung der Synode eine Vigilfeier sein auf dem Petersplatz und sowohl Weihbischof Benz als auch ich werden mit einer Delegation, wir sind aus dem Bistum Fulda, 17 junge Leute, nach Rom reisen, um damit auch zum Ausdruck zu bringen, diesen Weg von Papst Franziskus gehen wir mit, auch diesen Weg, den er ja bewusst geht, jetzt gerade bei der Vigil mit den Brüdern von Tessé auch nochmal die Botschaft zu senden, wir gehen diesen Weg auch in Gemeinschaft mit unseren Schwesterkirchen aus der Ökumene. Also auch hier macht er das Feld ja noch mal weiter auf und das will ich gerne auch unterstützen. Da wird sicherlich der ein oder andere Rombesuch in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren noch anstehen zu verschiedenen Themen. Also das so mal als Botschaft, der Versuch und wo ich meinen Auftrag drin sehe, immer wieder auch zu vermitteln, zu verbinden, verschiedene Positionen zusammenzuführen, sowohl bei uns hier in Deutschland als auch dann eben im Miteinandergehen mit der Universalkirche. So viel dazu. Vielen Dank, Herr Bischof Gerber.
Es kommt wieder ein Mikrofon wegen des Livestreams. Herr Schromm, Sie beginnen bitte. Ja, ich wollte gerne wissen, ob Sie der Meinung sind, dass der synodale Weg die Polarisierungen in der deutschen Kirche verstärkt hat. Vielleicht hat er auch manches zutage gebracht. Das ist sicherlich, das müsste man in der Studie nochmal untersuchen. Er geht aus von diesem furchtbaren Erleben des Missbrauchs und auch nochmal von dem Ausmaß, das wir dort erleben, ja bis zum heutigen Tag, jetzt auch bis zu den jüngsten Fällen. Und dass so ein Ausgangspunkt auch nochmal eine Dynamik in Gang setzt, die manche Polarisierungen fördert, auch manche Themen, die natürlich viele Menschen seit Jahren beschäftigen. Die Aufgabe ist, wie können wir das gestalten? Das sage ich auch gerne bei uns im Bistum. Ja, wir erleben eine Polarisierung in der Kirche. Wir erleben zugleich eine Polarisierung in unserer sonstigen Gesellschaft. Das, was uns ja große Sorgen macht, bis hin zu diversen Wahlumfragen. Ja. Und die Aufgabe ist, finden wir als Kirche einen Weg, hier eine Kultur zu gestalten, wie wir mit dieser Polarisierung umgehen. Ich glaube, hier gibt es einen Kulturauftrag für uns als Kirche. Einen Auftrag, den wir erst einmal für uns herausfinden müssen, auch ringen müssen darum, aber der dann auch nochmal eine Bedeutung über uns hinaus haben kann. Herr Ort, das Mikro kommt. Mir leuchtet sehr ein, dass Sie sich rasch mit Papst Franziskus darüber verständigen können, dass hinter den Erfahrungen der deutschen Kirche Biografien stecken, Verletzungen. Aber was vom synodalen Weg, wo es ja auch um strukturelle Reformen geht, ist Ihnen wichtig, wo Sie sagen, dafür müssen wir noch viel mehr in Rom, in der Kurie, in der Weltkirche insgesamt werben? Ich habe bei dem besagten Treffen mit Kardinal Parolin einen Gedanken eingebracht, der in diese Richtung geht. Wir haben, glaube ich, in der Universalkirche einen relativ breiten Konsens, dass es Prävention braucht und dass es eine Sanktionierung der Täter braucht. Wo wir keinen Konsens haben, ist, wie weit es strukturelle Konsequenzen hat. Und ich habe den Kardinälen in Rom gesagt, da sind wir, das ist meine These, von unserem kulturellen Gedächtnis nochmal anders geprägt. Man muss immer vorsichtig sein mit dem Vergleich. Aber in der Aufarbeitung des Unrechts des Nationalsozialismus war relativ schnell klar, es braucht die Bestrafung der Täter bis zum heutigen Tag von den Nürnberger Prozessen, aber es braucht ein nüchternes Hinschauen, etwa in der Frage der Gewaltenteilung, wo sind auch die strukturellen Ursachen gewesen, etwa in der anderen Bestimmung des Bundespräsidenten gegenüber dem Reichspräsidenten. Meine These ist, dass das unser kulturelles Gedächtnis in der Bundesrepublik Deutschland sehr stark geprägt hat, sodass wir eine höhere Sensibilität haben für diese strukturellen Fragen. Und ich meine, das müssen wir immer wieder einbringen auch in den universalkirchlichen Diskurs als unsere Erfahrung, die wir letztlich als heilsam erfahren haben, und das bewusst zu machen. Das war jetzt der Ansatz, das im Sommer zu setzen. Das ist die Frage auch eben, wie weit ist Macht auch kontrolliert, beobachtet, wie ist das? Also diese klassischen Fragen, die wir auch kennen. Und wir haben letztlich vom biblischen Ansatz, von unserem jüdischen Erbe, sehr frühe Zeugnisse, wie sich das entwickelt. Wenn Sie etwa denken an die Darstellung der Könige im Alten Testament, da gibt es den König, es gibt ein Gesetz, das über dem König steht, es gibt einen Ankläger und es gibt auch Sanktionen. Also wir haben durchaus eine Tradition aus der Reichtum unserer 3000-jährigen Geschichte, die darauf hinweist. Herr Demuth. Bischof Gerber, Sie hatten gesagt, Sie sind der jüngste Diözesanbischof. Ich wollte Sie fragen, was kann denn die junge Bischofsgeneration besser als die ältere? Das ist natürlich immer etwas vermessen zu sagen, wir Jungen können alles besser. Was ich schon auch merke, ist, dass wir jungen Bischöfe wir sind ja faktisch in den 80er, 90er Jahren kirchlich sozialisiert. Jugendarbeit in den 80er Jahren, Ausbildung in den 90er Jahren, das kann ich für mich schon in Anspruch nehmen. Ich habe schon eine andere Ausbildung auch erfahren in den 90er Jahren, als das früher so war, etwa in der ganzen Frage, welche Rolle spielt die Psychologie in der Ausbildung, die Selbstreflexion damit. In den 80er Jahren bin ich aufgewachsen, etwa nicht in einem Konvikt, wie das verschiedene Mitbrüder auch der älteren Generation sind, sondern an einem ganz normalen staatlichen Gymnasium, wo damals schon die klare Erfahrung war, wer jetzt dezidiert kirchlich unterwegs ist, ist in der Minderheit, muss sich anfragen lassen und muss mit diesen Anfragen konstruktiv umgehen. Das hat uns, glaube ich, von Kind auf nochmal stark geprägt. Und das ist sicherlich ein Potenzial, was wir auch nochmal einbringen können. Herr Rothweiler.
Martin Rothweiler, EWTN TV. Sie wollen vermitteln, sowohl weltkirchlich als auch innerhalb der Bischofskonferenz. Die Frage ist, der Synodale Rat ist ja eigentlich von Rom abgelehnt worden. Der Synodale Ausschuss ist gegründet worden, um ihn gleichwohl vorzubereiten. Wie wollen Sie da vermitteln? Oder ist da nicht ein Moratorium erstmal oder ein Abwarten der beiden Sitzungen, der beiden Synoden sozusagen in diesem Jahr und im nächsten Jahr einfach sinnvoller, um eben zu zeigen, da ist ein Zeichen der Vermittlung? Gut, wir haben im Sommer vermittelt. Bischof Betzing hatte ja sich brieflich nach der letzten Vollversammlung des Synodalen Weges auch an den Heiligen Vater und seine Mitarbeiter gewandt. Daraufhin gab es die Einladung und dabei haben wir natürlich auch über den Prozess der nächsten 2-3 Jahre, das, was Sie jetzt andeuten, gesprochen. Und es gab in diesem Vorgang kein Nein, sondern das war mir letztes Jahr auch wichtig, das sehe ich schon als Vermittlung. Wenn Sie es nochmal anschauen, es gibt den Handlungstext zum Synodalen Ausschuss und ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass es da nochmal einen Modus gibt, wo wir einerseits kritisch auf den bisherigen Weg schauen und dass wir andererseits auch die Impulse, die jetzt von der großen Synode kommen, mit einbeziehen. Also ich fände es etwas schräg, wenn wir jetzt mit der großen universalkirchlichen Synode anfangen und sagen, aber auf Deutschland-Ebene machen wir jetzt erstmal nichts mehr die nächsten 2 Jahre. Ich finde es sehr viel stimmiger, dass wir machen ja bewusst den Aufschlag zum Synodalen Ausschuss nach dieser Session, die jetzt dann ab dem nächsten Mittwoch ist. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig und da setze ich mich auch gerne ein, wie greifen wir das, was als Impulsen von der Weltkirche kommt, auf und umgekehrt haben wir natürlich unsere verschiedenen Synodalen, die Sie jetzt, glaube ich, noch morgen treffen, die ja auch nochmal die Erfahrung von Deutschland mitbringen. Herr Frank? Der Papst ist der Stellvertreter Christi, Sie sind der Stellvertreter des Vorsitzenden. Wie definieren Sie sich im Verhältnis zum Vorsitzenden, auch jetzt gerade in diesen politischen Fragen? Es gibt ja die Minderheit in der Bischofskonferenz, die nicht mitmacht beim Synodalen Ausschuss oder bei dessen Finanzierung. Ich glaube, ich habe es eben schon angedeutet. Ich sehe meinen Dienst, so gut es geht, als einen Dienst der Vermittlung. Das heißt, auch eine Loyalität gegenüber dem Vorsitzenden, die habe ich nicht nur auch, sondern wir arbeiten auch hier in Hessen sehr eng zusammen. Das ist sicherlich gar nicht so schlecht, dass wir jetzt unmittelbar benachbarte Bistümer haben, dass wir auch auf der regionalen Ebene hier in Hessen eine ganze Reihe von Kooperationsprojekten haben. Das habe ich die letzten 4,5 Jahre auch gespürt. Das hat mich mit Bischof Betzing auch noch mal enger zusammengebracht. Etwa in der Stadt wie Frankfurt gehört der größte Teil zum Bistum Limburg, aber es gibt auch einen Teil, der gehört zum Bistum Fulda und auch ein kleiner Teil, der gehört zum Bistum Mainz. Also da gibt es auch eine Erfahrungsebene, gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und das wird sicherlich immer wieder auch die Aufgabe sein. Das ist eine Chance, wenn das 2 sind. Ja? 2 Augen sehen mehr und können noch mal mehr Leute mit einbeziehen. Und es sind ja weitere, die dann in der Verantwortung sind. Das sehe ich als Aufgabe. Also ich schätze es auch sehr, in einem Team zu arbeiten. Aber es ist klar, der Vorsitzende ist der Vorsitzende. Auch mit einer definierten Rolle. Die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden ist ja erst durch den Synodalen Weg noch mal stärker geworden. Vorher war es eher der Abwesenheitsstellvertreter gewesen. Vielen Dank, Herr Bischof Gerber. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist also der neue stellvertretende Vorsitzende. Er ist ab sofort nach der Wahl heute Vormittag im Amt. Vielen Dank. Schönen Nachmittag. Wir sehen uns dann heute Abend. Danke. Vielen Dank für Ihr Interesse. Gut, alles gut.